So, meine Lieben, noch 2,5 Stunden. Ich bin doch an diesem Zettel vorbeigelaufen. Der ist mir aufgefallen in der letzten Folge vorher, aber irgendwie habe ich nicht so richtig geschaltet. Immerhin ist er gekennzeichnet gewesen und man konnte so erkennen, dass es ein neuer Zettel ist. So, noch 2,5 Stunden müssen wir durchhalten. Ich wechsle die Batterie erst, wenn ich eine neue gefunden habe. Obwohl, eigentlich ist es auch wurscht, ne? An. An damit. In der Hoffnung, wir finden jetzt hier was. In diesem Regal war so, so, so viel. Und jetzt ist hier einfach mal gar nichts mehr. Überhaupt nothing. Na gut, dann haben wir die gruselige Garage jetzt schon untersucht. In der letzten Folge wurden alle Fenster zugemauert. Kerzen haben wir auch keine gefunden. Das ist sehr ärmlich hier, unsere Ausbeute. Ich mag kein Bier. Ach, halt's Maul. Hä? Was bitte soll das denn? Was ist denn das für ein Quatsch? Okay, ich habe gerade gedacht, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Interessant. Aber wie ihr merkt, wird der Clown zunehmend aggressiver und frecher, wie mir scheint. Und schon sind die Batterien wieder fast leer. Es ist wundervoll. Schön, dass wir wenigstens Streichhölzer finden. Es wäre nett, auch mal Kerzen zu finden. Das brauche ich hier nämlich auch nicht groß was anmachen, weil die meisten Kerzen schon runtergebrannt sind. Aber naja, vielleicht haben wir ja noch Glück. Und irgendwo ist was am Start. Ansonsten könnt ihr jetzt halt auch nichts mehr sehen, aber tröstet euch, da sind welche. Ich kann auch nicht wirklich viel sehen. So. Dann halten wir jetzt mal Ausschau nach zerrissenen Zetteln. Ich vermute mal, dass das jetzt so ein bisschen, seitdem hier der Strom ausgefallen ist, die neue Kennzeichnung ist. Damit wir hier überhaupt mal einen Durchblick haben. So. Wir checken unseren alles geliebten Ruheraum. Das ist ja bislang immer noch der harmloseste gewesen. Hier stehen immer nur ein paar Bücher rum und sonst nichts. Auch findet man hier nichts. Dann würde ich sagen, auf zu Jerry. Da ist ja zum Glück noch eine Kerze drin. Und dann machen wir hier auch mal eine an und sparen jetzt mal so ganz bisschen unsere Batterien. Streichhölzer. Streichhölzer en masse. Naja, wir können ja so... Ah! Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Sehr freundlich, dieser Schreck. Zehn Minuten haben wir erst hinter uns gebracht hier. Dann hast du mal was anderes außer Dings am Start. So, jetzt wird man dann langsam doch ein bisschen vorsichtiger. So. Die
Kerze haben wir ja leider nicht mehr, sonst hätte ich da hinten eben angemacht. Ich fürchte, dass uns gleich auch hier wieder der Saft ausgeht. Meine Hände zittern immer noch. Manchmal stelle ich mir vor, wie Mike und Valerie in den Raum gelaufen kommen. Es sei nichts gewesen. Ständig höre ich die Geräusche im Haus. Klopfen, knarzen. Vielleicht sind es Kinderfüße. Ich weiß, es ist nur Einbildung, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie wären noch hier. Manchmal weiß ich nicht, ob ich noch weiterleben kann. Aber ich muss. Noch bin ich nicht allein. Das finde ich in Horrorfilmen auch immer so fies. Diese kleinen Kinderfüße, die man dann da so hört. Die da so rumtrippeln. Das ist gruselig. So, hier haben wir kein Glück. Da ist eine Kerze. Wir haben eine Kerze. Immerhin. So, das war es auch mit unserer Taschenlampe wieder. Ich setze die Kerzen da mal ein. Auf dem Flur ist, denke ich mal, auch gar nicht so verkehrt. Aber anmachen tue ich sie jetzt noch nicht. Und ja, wir haben jetzt alle Räume... Oh, herrlich. Habe ich jetzt die Taschenlampe eigentlich an? Nee, ne? Doch, die machen wir mal aus. Was wollte ich sagen? Wir haben alle Räume durch, Freunde. Wir haben alle Räume durch. Dann müssen wir wohl nochmal wieder runter gucken. Gucken, ob wir hier irgendwo einen zerrissenen Zettel finden. Knistert so schön im Kamin, aber ja. Hier können wir auch leider, die Kerze ist abgebrannt. Dann mache ich mal wieder Taschenlampe an, damit wir hier überhaupt noch mal irgendwas sehen und ich nicht wieder irgendwelche Zettel übersehe. Aber ich bin der Meinung, ich war überall. Wir wurden gemein erschrocken. Ich höre irgendwas. Es ist etwas leise. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Aber als ob irgendwer was sagt. Sagt jemand Hallo. Hallo? Da ist jemand. Er sieht aber eher aus wie Frankenstein. Ist da jemand? Ich bin's, Ihr Nachbar. Ja, ich bin hier. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Wir haben komische Geräusche im Haus gehört. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, bitte helfen Sie mir. Holen Sie mich hier raus. Ja, das könnte ich natürlich machen. Ich könnte aber auch etwas anderes. Der Clown, das ist der Clown. Wusste ich doch. Wusste ich es doch. Aber das ist eine coole Idee. Gut gemacht. Das war gemein. Mir war gleich klar, dass mit dem etwas nicht stimmt.
Weiß Gott, weshalb man mich Steuerhinterzieher mit einem Kindermörder und Vergewaltiger in eine Zelle steckt? Schätze, die Gefängnisse hier sind wirklich überlaufen und sie hatten gerade nichts anderes frei. Was Genaues weiß ich nicht. Nur Gerüchte. Aber auf dem Hof sagt man, wenn er mit seinen Opfern fertig war, hat er sie kopfüber in einen Sack gesteckt und sie am Hals ausbluten lassen. Was für eine kranke Scheiße. Der Pastor ist, dass er sich selbst gerichtet hat. Schätze, er hat keinen anderen Ausweg gesehen. Der elektrische Stuhl wäre ihm sicher gewesen. Als ich heute aufwachte, hat er sich selbst mit einem Löffel den Kehlkopf entfernt. Gott, ich werde nie wieder schlafen können. So, 4 Uhr. Die Zettel sind doch nicht zerrissen, wie ich es dachte. Als kleinen Hinweis, da haben wir jetzt leider also Pech. Und natürlich ist die Batterie auch schon wieder leer. Kerzen auch nicht am Start. Achso, hier war ja, ich verpeile das immer, dass hier die Dinger oben sind. Und ich, dass ich das Ding überhaupt noch aufreiße, da ist noch nie irgendwas drin gewesen. Ja. Der Clown wollte uns also einen fiesen Schrecken einjagen. Sorry, dass es so dunkel ist. Aber ihr wisst Bescheid. Ich kann nicht heller machen. Man macht die Scheiße auf. Da. Auf in the kitchen. In the kitchen. Ja. Ah, eine Kerze. Immerhin eine einzige Kerze. Gucke ich mal, wo ich die anmache. Vielleicht irgendwo auf dem Flur. Manchmal hat man ja noch so ein bisschen Licht. Aha. Durch den Blitz. So, diese leidigen Schubladen haben wir auch. Im Kühlschrank ist nichts. Man macht hier jetzt nicht mehr so gerne die Türen auf. Muss ich sagen. Aber ich freue mich, dass da ich freue mich, dass der Clown von vorhin mich nicht erschreckt hat. Und jetzt kommt der Pisser da einfach aus dem Klo raus, ey. Mein Gott, ich wollte fragen, habt ihr euch erschrocken, als wir an der Tür standen und umgedreht haben zum Nachbarn? Beziehungsweise umgedreht wurden. Habt ihr euch da erschrocken? Also ich nicht. Das Fahrrad kommt auch nicht näher. Ich habe auch leider keine Batteries mehr. Bin etwas müde. Oh, mir geht's auch eigentlich gar nicht so gut, aber egal. So, wir gehen hoch. Okay, das Ding liegt eigentlich im Schlafzimmer. So, jetzt haben wir es hier ein bisschen hell gemacht. Ist doch ganz angenehm. Waren wir schon im Ruheraum? Nee, ne? Das war ein fieses Geräusch gerade. So, mit meinen Adleraugen versuche ich hier irgendwas im Dunkeln zu erspähen. Leider ohne Erfolg. Ich werde jetzt nicht als erstes ins Schlafzimmer gehen. Ah, die Puppe hat sich auch wieder umgestellt. Wir werden jetzt hier einmal die Kerzen... Also es klingt hier eigentlich, als würde hier irgendwo totes Fleisch liegen. Weil genau die Fliegen, das habe ich eben schon gehört, stark. Das ist ja nett. Das ist ja wirklich herzallerliebst
Warum sind die jetzt hier? Finden wir hier irgendwo eine Leiche drin? Ja, jetzt stehen wir hier mitten in diesen ekligen Fliegen. Bin so gespannt, ob sich das mit dem Spiegel irgendwann nochmal auflöst. Ja, wir gehen mal raus aus diesem ekligen Raum. Ja, du süße Maus. Okay, es knarzt wieder ordentlich. Und auch hier. Zack. Der Spiegel hat sich schon wieder verdreht. Dann können wir uns ja gleich schon wieder auf was gefasst machen hier. Sehr schön. Noch eine Kerze. Den gucken wir gleich an, den Spiegel. Gehen hier einmal noch mal erst in die Ecke. Neues gibt's hier nicht. Okay, macht doch hier was gefasst. Ich wusste es. Ich wusste es. Deswegen habe ich mich nicht erschrocken. So. Ja, dann gucken wir jetzt zu Jerry. Irgendeins dieser Tiere ist hier, glaube ich, immer am Abgehen. Aber ich weiß nicht welches. So. Wollen wir hier mal einmal eine Kerze deponieren? Aber eigentlich sind wir hier jetzt auch schon durch in dem Raum. Und hier ist nichts. So, dass wir jetzt eh ins Schlafzimmer gehen können. So, hier machen wir aber Licht an. So. Das heißt, wir haben dieses Räumchen jetzt auch wieder durchgeschaut. Und stellen fest, wir haben wieder keinen Zettel. Zetteli, Zettela. Zetteli, Zettel, Tralala. Ja, gehen wir jetzt wieder runter, oder? Was machen wir? Wie spät ist es? Eine Viertelstunde müssen wir noch durchhalten. Haben wir hier also jetzt auch Fliegen? Warum? Frage ich mich. Zu sehen ist hier auf jeden Fall nichts. Ja, sorry, ich habe kein Licht mehr. Machen wir hier nochmal wenigstens ein bisschen was an. Gucken nochmal in die Garage. Danach gehen wir vielleicht nochmal ins Wohnzimmer. Kann hier auch so schlecht sehen. Irgendwas versteckt im Regal. Auch nicht. Ja, gehen wir durch die Küche. Aha! Hier haben wir also auch überall jetzt Fliegen. Ich höre was. So ein Herzschlag. Ich muss schnell was trinken. Ich mag kein Bier. Doch! Ich brauche jetzt aber Bier! Okay, die sind jetzt scheinbar hier überall. Wo sind die Leichen versteckt? Hä? Wo sind die Leichen? Auch keine Kerzen mehr. Machst du das? Ich sehe leider nichts. Wo ist ein Zettel? Mir war gleich klar, dass mit dem etwas nicht stimmt.
Den hatte ich schon. Ja. Gut, jetzt ist alles voller Fliegen und ich weiß trotzdem nicht, was Sache ist. Puh. Okay, okay, dann muss ich jetzt wieder mal mich auf die Suche machen. Nach Dingen, die ich übersehen haben könnte. Aha, ich glaube, die Fliegen sind weg. Nee. Doch nicht. Ich dachte, weil es kurzzeitig leise war. So, haltet mal mit die Augen auf. Aber... Ja, Mann. Geh mir nicht auf den Sack. So, Spiegel, die Nachricht hatten wir, die Nachricht hatten wir. Und die Nachricht hatten wir auch. Hier sind also drei Stück. Wir gehen mal strategisch vor. Wir gehen jetzt nochmal hier rein. Hier wird es leider bald gar nichts mehr. Hier war ich noch gar nicht drin, wie mir scheint. Und ich habe ein Geräusch gehört gerade. Also es hat sich nichts verändert, bis auf das, dass die Puppe sich umgedreht hat. Und sie dreht sich immer mit. Tada, das tut sie. Run. Da steht Run. Jetzt weiß ich aber tatsächlich nicht, ob es neu ist oder ob sich das gerade gebildet hat. Da habe ich vorher nicht so richtig drauf geachtet. Ja. Die Folge wird, glaube ich, Überlänge haben. Im Kühlschrank, ich Idiot. Irgendetwas ist in diesem Haus. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es hat auch Manny getötet. Von wegen Infektion. Der Tierarzt lügt. Ich weiß es.